Ein Blick auf die abertausenden unterschiedlichen Gebilde und Strukturen im Weltall zeigt, die galaktische Vielfalt kennt praktisch keine Grenzen. Dies lässt sich indes auch am Fall des metallischen Asteroiden Psyche nachvollziehen, welcher die Fachleute bereits seit mehr als 150 Jahren gebannt in Atem hält. Wie es den Forschern jüngst gelang, ein aufschlussreiches Bild des astronomischen Körpers anzufertigen und welche Missionen geplant sind, um auch die letzten Geheimnisse des imposanten Asteroiden zu entschlüsseln, erfahrt ihr in unserem heutigen Video. Ihr könnt euch für die bahnbrechenden Entdeckungen und die einzigartigen Schauspiele im Weltall begeistern? Dann denkt daran, The Simply Space zu abonnieren und auf die Glocke zu klicken, um uns von jetzt an auf unserer Reise zu den größten Mysterien des Universums zu begleiten. Mit einem Daumen nach oben motiviert ihr uns und zeigt, dass wir euch mit den Inhalten unserer Videos spannend informieren können. Psyche, der faszinierende Metallasteroid. Dass die Entdeckung eines astronomischen Gebildes nicht immer mit der umfassenden Entschlüsselung des jeweiligen Objektes einhergeht, beweist uns auch die Geschichte des Asteroiden Psyche. So wissen wir bereits seit dem 17. April 1852 von der Existenz dieses kosmischen Flugkörpers, der seine Bahnen im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter zieht. Damals war es dem italienischen Astronomen Annibale de Gasparis vergönnt, das Objekt am Firmament zu verorten. Benannt wurde Psyche im Übrigen nach der Gemahlin der altgriechischen Gottheit Eros. Während seines Umlaufs um die Sonne, der mit einer jeweiligen Dauer von rund 5 Jahren zu Buche schlägt, umrundet der Asteroid unseren zentralen Wirtsstern in einem Abstand zwischen 2,5 und 3,3 astronomischen Einheiten. Bekanntermaßen lässt sich eine astronomische Einheit auf einen Wert von rund 150 Millionen Kilometern beziffern, spiegelt diese doch den ungefähren mittleren Abstand zwischen Sonne und Erde wider. Hinsichtlich seines beeindruckenden Durchmessers, dessen Wert mit 250 Kilometern angegeben wird, zählt Psyche zu den größten Objekten im gesamten Asteroidenhauptgürtel. Die Oberfläche des Himmelskörpers erscheint zudem vergleichsweise hell. Im Detail besitzt Psyche eine Albedo von 0,12, wodurch sie folglich 12% aller einfallenden Sonnenstrahlen reflektiert. Ehe sich der Asteroid einmal um die eigene Achse gedreht hat, vergehen etwas mehr als 4 Stunden. Mit Hilfe von speziellen Radarbeobachtungen gelang es den Forschern, die materielle Beschaffenheit von Psyche zu entschlüsseln. So wissen wir heute, dass sich das Objekt wohl hauptsächlich aus Eisen und Nickel zusammensetzt. Verdutzt zeigten sich die Fachleute wiederum angesichts der Tatsache, dass auf Psyches Oberfläche kein Wasser bzw. wasserhaltiges Material registriert werden konnte. Ein Charakteristikum, das für viele Asteroiden der M-Klasse eigentlich typisch ist. Zwar lieferten neuerliche Messungen, die mit dem Infrared Telescope Facility auf Hawaii durchgeführt wurden, Hinweise darauf, dass kleine Mengen gebundenen Wassers auf der Oberfläche des Asteroiden existieren, gemeinhin wird jedoch vermutet, dass diese im Rahmen von Kollisionen mit anderen Himmelskörpern auf Psyche gelangten. Demnach deuten alle Erkenntnisse, die wir bislang über dieses galaktische Fluggeschoss sammeln konnten, darauf hin, dass es sich dabei um einen hauptsächlich metallischen Asteroiden handelt. Um das faszinierende Objekt schließlich vollumfassend in Augenschein zu nehmen, gab die NASA im Januar 2017 bekannt, im Rahmen des Discovery-Programms eine unbemannte Mission in die Gefilde des Asteroiden vornehmen zu wollen. Die derzeitigen Pläne sehen vor, dass die Raumsonde, die passenderweise ebenfalls auf den Namen Psyche getauft wurde, unseren Heimatplaneten im kommenden Jahr verlassen wird. Ab 2026 soll der Raumflugkörper den Asteroiden dann für einen Zeitraum von 1,5 Jahren umrunden und erforschen. Im Zuge dieses ambitionierten Projekts versprechen sich die Mitarbeiter der NASA, viele der großen Mysterien entschlüsseln zu können, die das kosmische Objekt derzeit noch umwehen. So soll beispielsweise herausgefunden werden, ob es sich bei Psyche womöglich um den Kern eines differenzierten Planetesimals, sprich um den einstigen Baustein eines Planeten handelt. Auch die Frage, ob und falls ja, wie Psyche ihren Mantel verloren hat, soll im Zuge der Mission beantwortet werden. Zudem gehört die Erforschung der wichtigsten, dem Eisenkern beigemischten Legierungselemente und die Untersuchung der geologischen Oberfläche zu den übergeordneten Missionszielen. Gemeinsam mit der Raumsonde Psyche wird auch die Kleinsonde Janus unseren blauen Heimatplaneten im August 2022 verlassen.
Diese soll dabei die beiden Doppelasteroiden 35107-1991 VH und 175706-1996 FG3 in Augenschein nehmen. Die Gesamtkosten für diese atemberaubende Mission werden sich derzeitigen Schätzungen zufolge auf knapp 1 Milliarde US-Dollar belaufen. Um sich durch die gigantischen Weiten des Weltraums zu bewegen, soll die Psyche-Sonde auf einen solarelektrischen Antrieb setzen. Damit die erhofften Forschungsergebnisse auch gesammelt werden können, wird der unbemannte Raumflugkörper wiederum mit einer hochauflösenden Kamera, einem Gammaspektrometer und einem Magnetometer ausgestattet. Gleichzeitig avanciert die Mission auch zu einem kosmischen Probelauf, bei dem eine neuartige laseroptische Kommunikationstechnologie zum Einsatz kommen wird. Das entsprechende Verfahren namens Deep Space Optical Communications soll die Bandbreite der bisherigen Radiokommunikation um das 10- bis 100-fache übersteigen. Aufschlussreiche Erkenntnisse. Dass es noch einige Jahre dauert, ehe der unbemannte Raumflugkörper die ersten Messergebnisse aus den unmittelbaren Gefilden von Psyche liefern wird, bedeutet im Umkehrschluss selbstverständlich nicht, dass die Experten ihre Forschungsarbeiten bis dahin ruhen lassen werden. Um bereits jetzt ein aufschlussreiches Bild über den astronomischen Körper zu erlangen, stützen sich die Wissenschaftler auf den Einsatz des Internationalen Radioteleskop-Observatoriums ALMA in den nordchilenischen Anden. Dabei werden vor allem die thermischen Emissionen des Asteroiden in Augenschein genommen. Denn tatsächlich können durch die Beobachtung jener Wärme, die von der Oberfläche des Körpers abgestrahlt wird, wichtige Rückschlüsse über dessen thermische Trägheit gezogen werden. Dazu zählt insbesondere die Forschungsfrage, wie sehr sich Psyches Oberfläche tagsüber erwärmt und nachts herunterkühlt. Da der Himmelskörper jedoch hunderte Millionen Kilometer von unserer irdischen Heimat entfernt ist und verglichen mit anderen astronomischen Gebilden verhältnismäßig klein erscheint, erweist sich diese Aufgabe als denkbar anspruchsvolles Unterfangen. Demnach lieferten viele der vorangegangenen Versuche, die Oberfläche des Objekts mithilfe von irdischen Infrarotdetektoren zu analysieren, zuweilen ungenaue Aufnahmen, die lediglich aus wenigen Pixeln bestanden. Um endlich ein detailliertes, möglichst aufschlussreiches Bild über Psyche zu erhalten, kombinierten die Wissenschaftler schließlich alle Informationen, die von den 66 Radioteleskopen der ALMA-Anlage bezüglich des Asteroiden gesammelt worden waren. Durch diesen Schritt war es den Experten möglich, einen umfangreicheren Eindruck über die thermische Trägheit von Psyche zu erlangen und 50 Pixelaufnahmen des Himmelskörpers zu erstellen. Und tatsächlich sollte die Auswertung dieser neuen Bilder schon bald spannende Erkenntnisse zutage fördern. So zeigen die entsprechenden Aufnahmen, dass das Objekt von einigen Regionen geziert wird, die deutlich von der übrigen durchschnittlichen Oberflächentemperatur abweichen. Darüber hinaus erkannten die Wissenschaftler, dass Psyche verglichen mit anderen Asteroiden eine unerwartet hohe thermische Trägheit aufweist. Gleichzeitig strahlt das Objekt rund 60% weniger Wärme ab, als man es bei einem Asteroiden mit einer derart hohen thermischen Trägheit erwarten würde. Doch woran liegt das? Gemeinhin vertreten die Forscher die Annahme, dass dies auf den Umstand zurückzuführen ist, dass die Oberfläche von Psyche zu etwa einem Drittel aus Metall besteht. Umso auffälliger ist daher die Tatsache, dass das einfallende Licht, welches von der Oberfläche des Asteroiden reflektiert wird, unpolarisiert ist. Dies bedeutet, dass sich die Richtung des Lichts sehr schnell und ungeordnet, also in Form einer unpolarisierten Welle, verändert. Ein Charakteristikum, das bei Objekten mit nahezu flachen metallischen Oberflächen eigentlich nicht zu erwarten ist. Daraus leiten die Fachleute wiederum die These ab, dass Psyches metallisches Material nicht etwa als massive, zusammenhängende Fläche vorliegt, sondern vielmehr in Form von vielen, über die gesamte Oberfläche verteilten körnigen Ansammlungen existiert. Auf diese Weise ließe sich jedenfalls die beobachtete Streuung des Lichts erklären. Offene Fragen. Sollte der Asteroid überwiegend aus Metall bestehen, so würde dies bedeuten, dass es sich dabei womöglich um ein Planetesimal, also den Vorläufer eines Planeten, handelte. In diesem Fall ist anzunehmen, dass der heutige Metallasteroid einst auch ein Mantel und eine Kruste besaß, bevor diese Bestandteile im Zuge einer Kollision mit einem anderen Objekt abgesprengt wurden. Alternativ dazu steht die These im Raum, dass das Objekt ursprünglich in einem vollkommen anderen Teil des Sonnensystems gebildet wurde und sich aus angesammeltem Material zusammensetzte, welches recht nah am zentralen Wirtsstern unserer galaktischen Heimat akkretiert wurde.
sollte im Rahmen künftiger Forschungen wider Erwarten die Erkenntnis erlangt werden, dass sich Psyche in Wahrheit nicht aus Metall zusammensetzt, gilt das Objekt als heißer Kandidat für den Ursprung der sogenannten Mesosideriten. Dabei handelt es sich wiederum um eine Gruppe spezieller Steineisenmeteoriten, welche sich durch ihr ungeordnetes Gefüge aus Eisen und Nickel auszeichnen. Denn tatsächlich ist bislang noch vollkommen unbekannt, wie diese kosmischen Gebilde im Detail entstanden. Möglicherweise handelt es sich dabei um das Resultat eines Zusammenpralls zweier mächtiger, differenzierter Asteroiden. Wenn es um die Frage nach der Herkunft der Mesosideriten geht, wird auch immer wieder Vesta als mögliche Quelle gehandelt. Mit einem mittleren Durchmesser von etwa 516 Kilometern handelt es sich dabei nach Pallas um den zweitgrößten Asteroiden im Hauptgürtel. Obwohl die irdische Erforschung der Fachleute also bereits einige erstaunliche Ergebnisse und Indizien offenbarte, ist es aufgrund der charakteristischen Zusammensetzung derartiger Asteroiden unmöglich, ihre genaue Zusammensetzung um mehr als ein paar Millimeter unterhalb der Oberfläche von der Erde aus zu analysieren. Umso größer sind daher die Hoffnungen, welche die Fachleute derzeit in die direkte Forschungsmission der NASA setzen, welche aller Voraussicht nach in wenigen Monaten angetreten wird. Eure Meinung interessiert uns. Was denkt ihr über den einzigartigen Asteroiden Psyche und die geplante Erforschungsmission der NASA? Schreibt uns eure Gedanken, eure Anregungen und euer Feedback zu unserem heutigen Video ganz einfach unten in die Kommentare. Ihr habt Lust auf weitere spannende Videos rund um das Thema Weltall? Dann werft zum Abschluss gerne auch noch einen Blick auf die anderen spannenden Beiträge unseres Kanals, zu denen ihr gelangt, indem ihr jetzt auf eines der Bildchen im Abspann klickt. Vielen Dank für euer Interesse, macht's gut und bis zum nächsten Mal.